Was ist hier überhaupt Trumpf? Weniger Kollege. Feuerschaden. Machen Blitzschaden. Da habe ich, glaube ich, so. Blitzschaden, Feuerschaden, allein weniger Feuerschaden. Nee, Nein. machen weniger, erhalten weniger Feuerschaden, ja. Ich habe noch meine Aura, meine Feueraura. Hallo. Ja, das war nicht dein Hauptangriff-Dingens, Daniel. Also. Hallo. Haben wir wieder Ritter? Wir sind tot. Ich habe keine Wunden mehr. Die rennen einfach in mich rein. Den schnapp ich mir. Ah, ich bin tot. Ja, das jetzt wieder so große Brühen auf. Die Elite-Gegner sind Giftverzaubert, also. Wow. Ach, geht da mal weg, Leute. Dann laufe ich hier rum. War ich genau Gegner. War nur kleine. Hallo. Ja. Ich kämpfe hier gegen die Front und du kommst irgendwo von der Seite. Aber zum ja, ich komme doch nicht ran, ey. Wir haben alle Giftzeugs um sich herum. Ich habe keine Fernangriffe. Auch nicht. Okay, das ist eine Menge Zeugs. Grausam ist einfaches Großschwert der Grundlagen. Was zum? Ja, das ist ein ziemlich langer Name. Das habe ich gerade fallen gelassen. Also ich... Warte. Ich gehe da rein. Das. Was? Wie habe ich denn verfehlt? Meine Schultern sind doch so breit. Ich bin tot übrigens. Ich das, Daniel, keine Angst. Ich frage mich nicht, wer auf einmal daneben dir steht. Keine Angst. Ja, ich dachte, weil du mal grad reingelaufen bist. Oh, alles klar. Ah. Wer schießt denn da noch? Ja, da sind ja noch voll viele Leute drin. Ey. Für die ganzen Giftgruppen hier, Daniel, die ich mache. Nee, sind noch von den Gegnern Gift. Die sind auch nicht grün, Daniel, du kannst die sehen. Die Diskussion hatten wir schon mal, also warum frage ich überhaupt? Das sind so braune Pfützen, die ich mache. Die machen Schaden über Zeit, da steht irgendwas von, weil sie nicht innerhalb von 6 Sekunden. Ja, das ist wohl. Kannst du die Tentakel einsetzen, dann platzierst du deine Pfützen. Oh. Bist du ein Geist? Ich glaube nicht. Ich schubse dich mal hier durch die Gegend. Oh ja, die Stecher. Von dem warst du kein Fan. Treffen, nee. An dem Raum kann ich mich noch erinnern, da bist du ja gestorben. What? Ja, wir machen den Dungeon nicht zum ersten Mal, Daniel. Da ist er noch einer. Ja, ich weiß. Er wollte mich stechen, der Pisser. Hat ein Ausweichmanöver gemacht, der ist vorgestoßen mit seinem Schwert, ey. Oh Gott, wutig. Was willst du mit On Guard mit mir machen? Ich hab nicht mal ein Schwert, ey. Das ist der falsche Sport, ey. Fucking, ja. Ach, das ist das von dir. Ja, das ist eine Explosion. Dann macht Schattenschaden über Zeit. Okay. Irgendwas von, weiß nicht, in den nächsten 6 Sekunden 12.000 Schaden oder so. Ja, ja. Tust du hier ranziehen, tust du da dein Ding reinpacken. Ja, ich habe ja keine Tentakel mehr. So, what? Ich muss die wieder rausnehmen, damit ich das benutzen kann. Boah. Wow. Ich habe ja gedacht, so in Kombination. Ja, du kannst ja auch zwei von denen nehmen. Ja, also dann muss ich mein. Ich kann die anderen Sachen nicht rausnehmen, die brauche ich halt.
Ich könnte meine Ultimate rausnehmen, dann habe ich aber keine Ultimate mehr. Wenn ich den Golem rausnehme, habe ich keinen Golem mehr. Ich bin tot. Ne? Ich war beteuert, die ganze Zeit. Ich kann nicht bewegen, ey. Komm mal her. Das Problem ist, wenn ich meinen Knochensperr rausnehme, dann habe ich meinen Hauptangriff, der meistens Schaden macht, raus. Ja, wie? Ich will erstmal rausgehen. Ich habe mich halt nicht selbst gestellt. Ja, ich kann nicht rausgehen. Raus, ne? Ja, nee. Okay, da oben kann man raus, aber da sind noch mehr Gegner. Ja, ja, ich habe so ein Schwertputz erwischt und dann, wir haben die nicht gekillt, er ist total drauf. Genau, überall Tränke. Oh, jetzt das offen. Okay. Ich muss warten. Das war ja nicht schlecht. Eingestürztes Gewölbe. Ich bin noch nicht bereit. Daneben. Geh mal weg. Nein, mein Tritt hat nichts gemacht. Okay. Ja, Stufe 49, geil. So, hier war noch Gegner, habe ich gesehen. Quartier der Ausblutung. Hm. Mal so Bock hat so auszubluten, ne? Das ist eine verdächtige Truhe da jetzt. Und der geht sofort in. Oh, geil, der wichtigste Wertstoff in diesem Spiel, Gold. Okay. Mach's weg. Ich bin in einen anderen Raum gegangen, die Gegner haben mich aber, glaube ich, nicht gesehen. Ja. Also das ist halt nicht so schlimm. Ich, da hat mir genug große Reichweite, die. Ich muss die da nicht unbedingt reinziehen. Au. Ha. Na. Ich komme da nicht. Oh Gott. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ich verpiesel mich. Geh rein. Kommst du kaputt? Da raus. Danke. Ich wieder rein. So. Ja, ich kann jetzt meinen einen Angriff unendlich einsetzen. Mein Schaden auf Dauer. Nimm das. Jeder von euch bekommt Schaden auf Dauer. Das ist immer Schaden auf Dauer. Was ist denn das für ein Begriff? Damit die Schaden über Zeit? Wir haben noch nie den, weil er nicht Schaden auf Dauer Begriff gehört. Aber das ist ein Programmer Begriff, nämlich machen. Schaden auf Zeit, Schaden auf Zeit, Schaden auf Zeit. Sein Hauptgaun. Da ist er. Hey, was geht? Der Ramme macht aber auch irgendwie voll viel Schaden. Ja, ja, also du tust alles, was du One-Shotten damit. Ich hab, ja. Ich hab nicht überhaupt nicht so einen Angriff. Explodieren ja, wenn ich sie damit töte. Ja. Gott, Herr, ihr Stücke. Oh, da ist eine Blase, die mache ich kaputt damit. Boah. Ah, ah. Ja, aber
Jetzt ist vorbei. Ich bin noch nicht bereit. Das. Da wollte er zustechen, da habe ich vorher mit meiner Axt zugehauen. Auch eine Axt da, ne? Ah ne, der wollte der stechen. Aua! Da habe ich mit seiner Axt gehauen. Ich bin noch nicht bereit. Oh, da ist noch was. Da sind noch drei übrig von denen. Wollen. Ja, ja, so viel haben wir hier. So viel haben wir. Ich glaube, wir haben erst eine kaputt gemacht oder so, oder? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe eine kaputt gemacht. Als ich ja zu so einem Blitz geworden bin, habe ich eine kaputt gemacht. Okay, dann hast du zwei kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott, ich bin betäubt, ich bin tot. Wow. Wie ist denn das passiert? Ich war betäubt. Ah, okay. Alles klar. Oh, jetzt so ein Ding. Ja, sag ich doch. Wow. Oh, 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 ich bin auch betäubt. Oh, ja, versuch's jetzt gar nicht, Dani. Der und der hat ein Schild, geil. Was das Ding hier kaputt? Was? Wie sind da jetzt gestorben? Ich glaube, ich tu mal irgendwie irgendwann mal meinen Todesstoß ersetzen. Also diesen Angriff. Weil der bringt's. Ich habe so ein Gefühl, der bringt's irgendwie nicht mehr so. Der dauert immer so lange, bis er fertig ist. Und was habe ich denn da als Alternative? Ich habe zum Beispiel gar keine Cooldowns an meinen Fähigkeiten. Ja, aber du brauchst ja Ressourcen, ne? Ja, aber ich bin ziemlich ressourceneffizient. Also ich renne eigentlich Ressourcen. Also mein Torstoß. Yeah. Ich meine, ich krieg jede Menge Ressourcen, allein wenn meine Skelettmagier angreifen. Soll ich mal wieder den Blutspieß nehmen? Der wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ne? Dann hätte ich mal wieder so einen Heilmove. Mit einer Explosion ausgelöst. Blutspieß wird herum, Daniel. Wenn ihr mit Blutspieß Gegner trifft, ich glaube, ich tue mal wieder den Blutspieß rein. Stahlgriff. Kannst du das echt nicht sehen, das Eis unter unserem Boden? Nö. Okay. Aber wenn andere Spieler machen, kannst du das sehen, oder? Warte. Was ist denn Stahlgriff nochmal? Weiß ich nicht. Sag mal. Eis. Oh! Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ah, das sind so Ketten, genau. Weißt du was? Ich glaube, da wäre ich gesagt gar nicht so schlecht. Mal so ein paar Gegner mal so zu uns ziehen. Hier so. Ah. Wie hat mich das denn getroffen? So. 2 Sekunden Berserker-Modus. Eine zusätzliche Aufladung. Laufen wir mal ein bisschen damit rum. Stimmt, einige Gegner haben ja auch diesen Angriff. Okay. Ja, der Trott. Da kommen ich einige nervt. Ich mit Zuversicht erfüllen, dass der Daniel die Fähigkeit nur. Ich glaube, der Daniel ist auch ein Gegner. Ah, der hat auch voll wenig Cooldown, sehe ich gerade. Und ich habe 2 Ladungen dafür aus irgendeinem Grund. Wieso? Ich ziehe die Gegner ran oder ziehst du dich zu den Gegnern? Ich ziehe die Gegner heran. Ja, gut. Zu den Gegnern ziehen ist nie eine gute Idee, dann haben wir schon den Elders geklärt, Daniel. Für der Blutspieß wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe nur 3 Fähigkeiten, sehe ich gerade. Spielen wir mal ein bisschen damit rum. Ich
Oh ja, ich ziehe die heran, dann aktiviere ich meinen Berserker-Modus, dann tue ich die Flammen um mich herum aktivieren. Also ich ziehe die sozusagen zu mir hin und dann verbrenne ich sie sofort. Mal schauen. Hervorragend. Aber ein Punkt. Wer greift uns an? Der da? Irgendwie so ein kleines Kind. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich muss schon wieder damit rumspielen. Hier, das will ich, glaube ich. Da wollte ich landen. Oh Gott, ich bin hier raus. Lass mich hier raus. Oh. Oh, der ist in der Giftbrühe. Was mache ich jetzt? Boom, komm her. Nein, verdammt. Er war resistent. Er war ein Elite-Gegner. War. Trank. Ich bin voll der, wie nennt man das, Zona irgendwie. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich kann Gegner von mir weg. Ich kann Gegner von mir wegdrehen. Ich kann die von. Ich kann auf die durch zudüsen. Ich kann die zu mir hinziehen, wegtreten. Okay, ich will die gesamte Zone manipulieren. Alles klar, du bist in der Zone. Deine Augen fangen an zu leuchten und du triffst jeden Korb. Das ist von Coco Basket. Ja. Das ist ja gar nichts gegen diesen neuen Fußball-Anime, der Blue Lock. Was für ein Fußball-Anime? Das ist ein Fußball-Anime, Blue Lock oder so. Okay. Das ist nochmal ein bisschen extremer als Kurokon und Basket. Da werden die richtig psycho und übernatürlich. Aber das ist nicht wirklich übernatürlich. Ich weiß nicht, warum ich da gegangen bin. Ich bin noch nicht bereit. So, jetzt lang da lang. Nee, eine Blutbeule fehlt noch. Wo haben wir die denn vergessen? Skills nachgeguckt. Ja, ich hab noch nicht alles entdeckt. Ich ziehe die Gegner auf mich zu, dann trete ich sie weg, dann ziehe ich sie noch mal auf mich zu. Ja. Wo ist die letzte Blase? Komm her. Ah. Wow. Das ist ja gar nichts. Boah. Mich umsonst, ich hatte Gift durchgegangen. Nein.
Aber keinen Schaden gemacht, weil ich unterm Schild war. Boom. Glyphe, Level 15, ausgezeichnet. Ah. Und noch eine Glyphe. Ich habe zwei Level bekommen. Wenn jetzt auf Level 7 war. Yay. Bin ich jetzt stärker geworden? Ich weiß es nicht. Aufbeulenfähigkeiten verursachen mehr Schaden. Jetzt habe ich plus 37 Willenskraft. Dann kann ich ja ein paar Sachen hier wegmachen. Perfekt. Dann kann ich ja einige Punkte hier entfernen und irgendwo anders reinpacken. Das ist auch nicht schlecht. Gucken wir mal. So, dann will ich jetzt hier lang und hier lang. 1, 2, 3, 4, 5. Dann komme ich zu den nächsten seltenen Knoten. Oder ich gehe da lang. Schaden gegen Elite-Gegner. Ich glaube, da ist ein bisschen besser, ne? Okay. Ach, weil der Radio sich erhöht hat. Ich wollte schon sagen, warum habe ich so viele Punkte da gehabt? So, das war ja relativ chillig, fand ich. Warte, nein, verdammt. Da wäre er mit 7. Ich gucke genau auf mein Paragon-Brettchen gerade. Alles klar. So, raus hier, nächste. Sind ja gar nicht gestorben, ne? Oder Wiederbelebungen, ja, halt. Doch, ich schon, ja. Ich kann ja einfach nach unten drücken, dann komme ich ja nach Kyoberstadt. Ja, ich weiß nicht, was du sonst immer machst, ne? Ja, ich gehe auf der Karte. Nein. Ja, dann macht doch da von der Karte aus, wenn ihr das mehr sagt. Ich muss warten. Ich wusste doch nicht, was das da macht. Daniel, das hat man schon ein paar Mal und du vergisst das jedes Mal, ey. Du tust immer starten, ey. Wieso? Weiß ich nicht. Computer, der sich immer wieder neu resettet aus irgendeinem Grund, ey. Du bist wieder geistig zurückgeblieben, bei mir auf der Arbeit. Das meine ich nicht auf beleidigende Art und Weise, der muss ja auch immer alles wieder. Und dann kommt er auf einmal auf einen Zug gerannt und lacht wie ein Blöder. Ja, das wird der witzig, wenn der auf einen Zug gerannt kommt. Oh, ich bin auf dich zugerannt. Ich stelle mir gerade diese eine Szene von diesen. Was war das nochmal irgendwie? Diesen alten chinesischen, was wir mal im Kino gesehen haben hier, war irgendwie der Friseur oder? Friseur, genau, mein Gott. Vielleicht einfach mitten aus nichts angefangen hat zu lachen, so, du hast gefailt. Ja, so, nächste. Ja. War nicht so ein nerviger Effekt, das kann man ja auch Level 47 machen, ne? Okay, Gewittersturm, nein danke. Todesimpuls, Albtraumportal. Was ist denn Albtraumportal? Ach, dann tun Gegner spawnen, glaube ich, ne? Ja. So, wie wär's hier mit Todesimpuls, Monsterblitzschaden, Nahkampfverteidiger, Monster wieder hier widerstehen, Kontrollverlust, also nichts mit heilen. Level 47, das klingt noch relativ, oder brauchst du noch Platz wieder?
Na, im Inventar. Mal ein paar Sachen zerlegen. Okay, soll ich dann eins aktivieren? Hallo? Also nicht. Ich habe einen mit Gewittersturm noch. Ja, aber das wollen wir nicht. Ich muss warten. Hab ich noch irgendwas Gewittersturm? Ja, ich habe sogar noch was anderes. Okay. Nein, das wollen wir nicht. Ich habe ohne gesagt. Hör doch mal zu. Reinige meine Haut von diesen Beulen. Ist ja, die Zuckermänner könnten wir auch mal hier wieder machen. Diesmal wirklich. Wenn wir uns besiegen können, ne? Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir genug haben hier für den Baumtypen. Ja, ne? Ja, für den Baumtypen auf jeden Fall, ey. Ja, können wir ihn auch gleich mal machen wieder. Ich brauche was Süßes. Oh Gott, wo war das jetzt? Ich habe das nicht direkt aktiviert gehabt. Bin ich in der Quest irgendwie? Nee. Wo bist du, du Stück? Ich bin drin. Dann nehme ich dein Tipp. Dann nehme ich dein Portal. Ja, kannst du machen. Ich hole mir einen Überdriver hier. Nur hier über die Eisen. So, Elixier. Was haben wir hier? Blitzschaden. Ich habe ja nichts mehr dagegen. Ich habe ja keine Resistenz-Sachen mehr. Wo steht denn da was von Blitzschaden? Blitzschaden. Ah, nee, Monster greifen schneller an. Keine Ahnung. Oh, Mann. Oh. Wer, da? Geh weg! Komm mal her! Das war. Papa. Wer, der da? Also ja. Boah, so viel Schaden. Okay. Ich muss warten. Und ich aktivieren sich diese Dinger denn hier, die du hinterlässt? Ich würde einfach Leichen explodieren lassen. Also. Ja. Und das kann ich ohne Verzögerung. Ich kann das ganz oft hintereinander. Solange ich genug Leichen habe. Boah. Ich weiß nicht, welche Angriff. Ich glaube, das was bringt, ganz ehrlich. Nehmen Schaden, solange die da drin stehen. Merkt das halt nie, weißt du. Nein, ich bin betäubt, ouch. Ich bin noch nicht bereit. Daniel hat mich gerettet. Ja. Ich war betäubt, du hast ihn weggezogen. Er wird ausgezeichnet. Oh, das ist ein Riesenschwert. Und hier kommt das Riesenschwert. Ich kann mich noch an den einen Dungeon erinnern, der war geil. Da war ganz. Die Danielos, die haben alle mich weggewischt. Weißt du das auch noch, Daniel? Nee, muss ein bisschen spezifischer sein. Da waren die ganze Zeit diese riesen Barbaren, die haben mich alle mit diesen Wischern gefressen. Ah ja, genau. Ja, das sah so aus, genau. Ich brauche Zeit, um das zu tun. War das nicht hier von links hier, als wir hier die Welt Stufe. Ne, war das nicht hier die Weltstufe hier, die wir ja, wollten. Genau. Wo einer in den Kommentaren geschrieben hat, was, ihr seid immer noch nicht auf der höheren Weltstufe, auf Level 70. Ja. Komm, ich sag dir, dass ich über meine Todesrate richtig gemacht hat. Achso, wir sollen Leute hier befreien. Ja, ah. Hab ich auch schon wieder vergessen. Ich bin noch nicht bereit. Wenn man so viel Spaß hat, dann
vergisst man manchmal, dass man Leute retten muss. Ja, Leute zu töten macht viel mehr Spaß, als die zu retten, ne? Genau. Das fasst Daniels Let's Play zusammen in allen Spielen. Hm, die sind so rot am Leuchten, ja. Die Leichen. Ja. Die Leichen, weg. Da ist eigentlich, dass ich die wiederbeleben kann, wenn die am Leichten sind. Ja. Ich weiß nicht, was du dann immer siehst. Bei mir ist ja. Die immer. Ja. Am Boden. Ich weiß nicht, welche Leichen du meinst, ne? Meinst du die Leichen, die du plündern kannst? Die sind so Skelette irgendwie, die sind so ein bisschen rot am Leuchten gewesen. Oder nicht? Mir erscheinen die immer als leuchtende Fleischhaufen, wenn ich nicht erleben kann. Was? Oh. Ey, komm mal her, kannst du ja lesen, was da steht von dem? Da liegt ein Schild, oder? Kannst du mal lesen? What the fuck is that? Has no matching grammatical form for MS. Einfacher Schild des Glücks, vermacht. What the fuck is that für Scheiße, ey? Nehmen wir auf. Bestimmt ein Virus. Vermacht das Schild. Ich hab das Ding wieder fallen gelassen. Was soll ich damit? Ich trage keine Schilde. Das ist bestimmt ein Virus, den muss ich haben. Ich hab den fallen gelassen, ey. Hast du den geglitscht oder was? Ja, jetzt hatte der einen anderen an, dann habe ich den fallen gelassen, dann stand er. Ihr seid alle da drin. Ich komme da nicht hin, außer ich mache den. Ja. So, oh, das ist der gleiche Helm, den ich als Design gerade trage. Aua! Oh. Da habe ich mehr an mich herangezogen, als ich handeln konnte. Bei den Bugi sind die Augen größer als der Mund. Ich bin unverwundbar, solange ich in der Suppe stehe. Was? Nein, eigentlich nicht. Das tut meine Verteidigung nicht boosten oder sowas. Wäre aber cool. Achso, das ist. Ich wollte den Daniel noch ein bisschen Gas leiten. Ja, her damit. Der Daniel mich bewundert. Ja. Diese komischen Laser, die ich die ganze Zeit sehe. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich hab's auch gesehen. Sieht aus wie so eine Lichtershow. Ich wollte da nicht aufheben. Direkt. Sind wir auf einer Rave-Party? So geht das wahrscheinlich da ab, ne? Ja, ein Hans, Alter. Ich muss es aktivieren, jawohl. Der Force ist ja schon draußen, Star Wars. Ja, ja. Habe schon ein paar Sachen so gesehen. Ja. Ich brauche Gegner. Er ist eigentlich genau gleich spielen, nur halt auf HD jetzt. Ja, ja, ein bisschen halt remastered halt, ne? Oh nein, schon wieder abgelockt. Ja, direkt. Ich muss mir mal angewöhnen, die in deine Dinger da reinzutreten. Ja. Das hat einen großen Unterschied, macht ganz ehrlich. Der nur Schaden über Zeit, ey. Ich bin noch nicht bereit. Oh, warte,
Wow. Der ist Mörder. Ich hab dich zu mir herangezogen. Ich wollte gerade sagen, ist das so gut, eh, ne? Ja. Wir sind schon gestorben vorher. Das ist halt froh, ne? Naja. Wäre wieder so ein perfekter Tarnierung-Moment gewesen, ey. Oh, ich sehe, du buffst, dann komm mal her. Warte, du tust buffen, komm her. Oh Gott, was war das? Out. Warte, wo? Du bist das. Genau da reingeschubst, genau da reingezogen. Mehr von der Suppe hier. Er bleibt ja schön im Pool. Kommt rein, das Wasser ist herrlich. Das sieht schön braun aus. Ey. Tagebuch eines Plünderers. Oh. Ah, die Wände sind mal. Meine Vergangenheit. Ruhelos. Voller Geflüster. Ich gehe mit seiner Stimme. Ich würde hier nicht gruseln tun in diesem Kabuff hier. Ey. Die Litanei meiner Sünden. Sag mir, dass meine Buße nichts bedeutet. Ja, der Sumpf spricht zu mir. Dass ich in meinem Herzen keine Reue verspüre. Das ist an ihm. Ist das so, wenn du einen Song hast, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht? Bitte. Bitte. Ich brauche. Ja, Buße bringt nichts. Ah, ich glaube, ja. Da oben waren wir noch nicht. Da oben müssen wir lang. Ja, ich werde dir nicht vergeben. Nein. 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 Niemals. Nein. Ich sage immer nein, wenn der bitte sagt. Ein bisschen OP, ehrlich gesagt, ey, aber er hat keinen Cooldown und da kostet keine Ressourcen. Oh, überall ist Feuer. Solange ich genug Leichen habe, kann ich das ununterbrochen machen. Ey. Kommt alle hier rein. Du auch. Hier rein. Ah. Kommt er rein? Hier rein. Ich brauche mehr Zeit. Yay. Aufgelevelt. Boah, was war das für ein Feuerball? Ja, der kann Feuerball beschwören, der explodiert, glaube ich, wenn er das meint. Ich muss mal. Es gefällt dir die Seuche nicht? Den Feuertitel gekillt? Ja. Okay. Sehr gut. Funktioniert besser, als ich gedacht habe, weiß ich nicht. Ja. Nicht, dass ich das noch nie ausprobiert habe, aber weiß ich nicht. Wenn du so viele von denen platzieren kannst, umso besser. Ja, solange ich Leichen habe, kann ich dann ununterbrochen.
Ressourcen, hat keinen Cooldown. Ist natürlich nur die, weiß ich nicht, ich kann dann keine Soldaten, die natürlich zerstört werden, wenn die explodieren. Ich muss warten. Ich mag das Explosionsgeräusch, ey. Töte 400 Gegner mit leichten Explosionen, herausfordern. Anstürmer, verdorbener Anstürmer. Nochmal, ich bin der Gegner. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit, um es zu tun. Ah, ich weiß nicht, ich finde hier die ganze Explosion. Ey, ich mag das nicht. Huh. Oh. Ich hab den da reingeschubst. Ausgezeichnet. Ja. Nee, komm her. Bei Bossen ist halt wahrscheinlich nicht so effektiv, weil dann halt nur wenige Gegner hast. Die haben ja gar keine Wirkung gegen Bosse. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Nein, Rainer. Nein, daneben. Guck mal hier rein. Jetzt ein Ding. Okay, jetzt kommen wir weiter. Nein, du blödes Schattening. So, Boss. Haben wir schon Boris? Ich bin noch nicht bereit. Altar des Gesichtslosen. Was meine ich hier? Schmetternder Blutsauger. Ja, der kommt mir nicht so bekannt vor. Aber die haben wir schon wahrscheinlich schon eine Weile nicht mehr gesehen, das alles hier. Oh. Oh ja, Stück. Oh Gott. Ja, bleib schön in der Grütze, das ist eine hervorragende Idee. Aua, warum machen wir zu Schaden? Ja, was? Ja. Ja, haben wir so viel. Ich hab mich auch alleine. Ich mach mir die ganze Zeit so viel Schaden. Er macht schon wieder Smellmock. Ja. Ich bin keine Erfahrungspunkte. Ah. Angefallen. Ich sehe kaum, wie angefallen.
Ah. Oh, ja, Stück. Oh. Yay. Level 9. Oh. Okay. Okay. Gegenstandsmacht 903. What? So. So. Mein neues Unterteil. Aber da müsste ich ja mein Dings ausnehmen. Plus 4200 Rüstung. Plus 2 Trankkapazität. Ah, dadurch hast du wahrscheinlich mal irgendwann Tränke bekommen. Ja, ja, weiß ich. Die Rüstung hatte ich das mal eine Weile. Ja. Ja, aber die ganzen Effekte dann sind Müll. Schaden durch entfernte Gegner. Außerdem plus 3 Ringe für Ansturm. Boah. Also nur 19 Punkte stärker. Na gut. Erledigt. Nächste, was ist das hier? Legion, verdammt. Und heute kein Weltboss oder was? Wir tun ja von nur Samstags oder was? Ja. Nein. Nein, weiß ich nicht da. Na doch, da in einer Stunde. 51 Minuten. Okay. Also hat eine Ding. Mit der Fehlermeldung natürlich aufbewahren. Ja, jetzt packe ich halt meine Truhe. Es werden all meine anderen Gegenstände infiziert. Ja, jetzt hast du. Das ist wie Missing No von Pokémon. Wie heißt das wie nochmal? No Face? Ne, wie heißt das wie nochmal? Missing No von Pokémon, ne? Missing No, genau. Ja, wenn du den reinpackst in eine Box, dann. Ich bin bekloppt, ey, das Vieh, ey. Oh, ich habe das früher mal benutzt. Ja, ist mir schon klar, da kriegst du unendlich alles, ey. Ah, ich weiß. Es gab ja noch kein Internet, um das zu patchen. Ja. Ich pack da mal weg, wenn ich das nicht brauche. Was darf es sein? Mehr als verursacht pro Sekunde, die er stillsteht, 16% mehr Schaden. Habe ich davon? Davon habe ich auch schon einen. Ist der Effekt stärker? Wo ist es? Gibt da ein so ein Ding hier? Dann nehmen wir den raus. Dann setze ich da mit einem stärkeren. Also ja, genau. So, warum ist dann jetzt wieder nur 8? So. Sag ich, voll der dämliche Effekt hier mit dem Stillstehen. Ich musste das leider auch rausnehmen. Würde ich sagen, nicht angehen, denn das macht eine Menge Schaden, ne? Sprung jetzt. Aber ich muss da rausnehmen. Nee, da haltet ihr eine Barriere. Ich habe auch eine Barriere, Daniel. Na, vielleicht soll ich das auch mal machen. Bei Elite-Gegnern. Machen wir das mal. Versuchen wir mal. Wenn ein Elite-Gegner Schaden zufügt, erhalte ich deine Beere, die 10 Sekunden lang bis zu 6000 Schaden abhält. Ich bleib nie stehen, das ist halt das Problem. Also kriege ich nie so viel von dem Bonus irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Du nicht, ne? Du musst dich ja bewegen. Ja, ja. Ich muss warten. Na, dann zerhackstückeln wir mal dem.
den Baumboss. Reinige meine Haut von diesen Beulen. Und ich brauche hier Schmiedekunst. Hoffentlich können wir den noch. Also ich, du sowieso, aber ich. Weil ja. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie ein Geräucherding. Nimmt ja irgendwie keinen Schaden aus irgendeinem Grund. Ja, wegen dem Geräucherding, den ich mache. Ja, vorher hast du ja auch keinen Schaden genommen von ihm. Natürlich, da hat mich da vorher, bevor wir mit dem Räucherscheiß angefangen haben, wurde ich gewonshottet. Ich meine, du hattest doch voll wenig Schaden bei dem im erlitten. Ich meine den Baum hier. Den Typen im Baum. Nicht den, nicht die Eisbestie. Bin ich ja jetzt gerade bei dem Tentakelzuckermann oder was? Oder wen meinst du? Ja, unter dem Baum, den Typen hier. Ja, den Zuckermann mit den Tentakeln. Ja, den ersten. Ja, 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 der hat mich doch immer gewonshottet, bevor wir den Räucherscheiß genommen haben. Nee, du hast doch irgendwie voll bei dem immer überlebt. Ja, weil ich den Räucherscheiß benutzt habe. Nee, davor den auch. Schaden reduziert. Vorher wurde ich immer gewonshottet, bevor wir damit angefangen haben. Ich glaube, das. Hast du Alzheimer, Daniel? Der ist doch immer von Gegner zu uns gesprungen und hat einen Tentakelschlag gemacht und wir waren tot. Als wir das auf Level 75 gemacht haben. Ja, auf 75, aber danach irgendwann ja. hast du irgendwann, weiß ich nicht, angefangen gar keinen Schaden zu nehmen, noch bevor weil du die Kräuter. Ich den immer wieder benutzt habe, jedes Mal. Na gut, wenn du das sagst. Ich habe das immer danach benutzt, ey. Muss mal gucken, ob ich noch so ein Ding. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, aber okay. Da wird zum Beispiel kein Räucherding an, wer weiß. Ja, schau mal. So. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen, nein. So, warte mal, irgendwas gegen Widerstand, wenn es geht. Widerstand gegen alle Schadenzahlen, bitte. So, jetzt gucke ich mal, jetzt habe ich. Jetzt habe ich alles auf 70%. Bis auf Feuerwiderstand. So. Ja, da warst du, da ich. Der Rauch fällt jetzt von dir weg, ne? Also. Na, ist noch aktiv. Ich habe das neue bei der Leiste. Ja, jetzt sieht das. Mit so. Du oder ich. Ich habe 9 von den Köpfen und das andere. Ich hab, von den Köpfen habe ich 17. Was zum? Von den Femur habe ich 13, von den Händen habe ich 17 und von den Herzen habe ich 24. Warum hast du so viel von alles? Ich sammle im Gegensatz zu dir, Daniel. Ich. Ja, dann gib mal einen aus. Dieser eine Freund, der merkt, wenn der eine Freund reicht. Mal sehen, ob ich jetzt das Brett kriege. Bei dem Angriff bestimmt, ey. Geh bloß weg mit dem Zeug. Aua. Hast du gerade eine Barriere gehabt, Daniel? Ja. Glaub schon. Er ist sogar kein Elite-Gegner, ist auch ein Boss. Ich muss warten. Ach so, wenn du gegen Elite-Gegner kämpfst, kriegst du eine Barriere. Hast du den Effekt drin? Ja. Kann ich den Schaden machen. Aua, dann. Das tut weh, aua. Okay, ich weiß nicht, warum der nicht so viel Schaden macht. Ja, das also wir machen den nicht mehr Schaden, ey. Geht viel schneller drauf, ey. Weil wir jetzt voll stark sind. Mein Gott, ey. Na, ich kann nicht angreifen. Mein Gott, ich hatte sogar ein paar Angriffe von dem aus. Aua. Okay, komm doch wieder her. Hier ist eine Pfütze, komm wieder her. Mein Gott, das war noch nie so chillig für mich, ey. Das ist halt mein. Ich komme mal zu den anderen auch noch gehen, wenn das so schnell geht.
dem Rüstungstypen, ja. Ja. Ja, oh, das sind einzigartige Stiefel, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, ich habe gerade einzigartige Stiefel bekommen. Hatte ich die nicht schon mal? Ja. Ah, die sind aber schwächer. Widerstand gegen Kälte. Ja. Widerstand gegen Kälte. Ich habe schon 70 Widerstand gegen Kälte. Na, hm. Oh, schade, nix. Aber das sind die Duas, ne? Ihr hinterlasst eine Spur aus Frost. Ja, ja, da habe ich gerade an. Ah. Ich habe schon so wie viel Widerstand gegen Kälte und so. Ich brauche das gar nicht hier. Wer das Spiel Widerstand gegen Kälte geben? Ja, also einer der Effekte ist das. Ja, ja, bei mir steht. Ne? Widerstand Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, gegen, ah ja, Alter, okay, 53,2% wieder. 53? What? Bei mir steht, ja, ich habe das Ding ja maximiert, ne? Also, bei mir steht, ich habe 53,2% Widerstand gegen Kälte. Oh ja, ich sollte vielleicht mal zweimal hochleveln, um zu gucken, wie stark er danach ist. Ich habe das maximiert, ey. Ich habe ja alles maximiert gehabt jetzt. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich 36 Punkte davon bekomme, wenn ich da zweimal hochlevel. Ich glaube, die haben aber immer die exakt gleichen Effekte drauf. Ja, ja, haben die auch. Na, dann kann das ja eigentlich nicht schaden, immer so ein Ding hier zu haben, um das voll hoch zu ballern. Ja. Wenn das sowieso immer die gleichen sind. Ja, die haben immer die gleichen Effekte da. Das ist immer gleich. Okay, wo ist denn der andere Typ nochmal? Hier unten? Weiß ich nicht mehr, das weiß ich nicht. Oh, Spinat da, ja. Ja, was damit? Das esse ich gerade. Okay. Ich bin auch dabei, gesünder zu essen. Ich würde mehr Gemüse essen. Das hier nicht unbedingt das gesund essen. Spinat esse ich immer da. Ja, also. Ja, ich aber nicht. Ich weiß ja nicht, was sonst du immer so zum Mittagessen isst. Dann. Ja, das ist das. Wo ist denn der Typ? Ich esse keine Süßigkeiten zum Mittag, weil das ja nicht gefällt. Nee, ich auch nicht. Also, dann weiß ich nicht, dann, was du dir so vorstellst. Ey. Halle der Sühne ist das, glaube ich. Burger oder sowas isst, weiß ich nicht. Was? Also normales Essen hier. Kartoffeln, Spiegelei und ein... Ja. Heute Abend gibt es gefüllte Paprika. Ja, das war gut. Nur darauf an, womit die gefüllt sind, ne? Ja, mit Gearktes. Okay. Ich dachte, die sind so gefüllt wie eine Pinata mit Zucker. Das wäre voll eklig, ganz ehrlich. Das kann ich hier nicht tun. Ja, ich gehe mal dahin, wo ich denke, wo er ist. Meine Tränke sind auch noch alle aktiv und so. Vier Stück. Was, zwei, Daniel, oder drei? Einzigartige, eins, ja. Zwei, drei. Drei, okay. Das. Zwei Ringe und den Dornpanzer. Oh. So, wo ist denn der Daniel? Ich glaube, das ist hier. Halle der Sühne. Weltboss in 39 Minuten. Bin schon da drin, ey. Meinen Weg hier frei machen. Naja, hatte ich auch gemacht, ich habe alle Gegner getötet. Ja. Oh, da ist eine Quest. Und da ist noch eine Quest. Naja. Direkt mal einsammeln. Wir sind nicht, ob wir genug Zeugs haben für den. Das weiß ich auch nicht. Und der Daniel da hinten war. Nee. Ich habe 3 von 5. Lebender Stahl. Guck mal, ob du das hast überhaupt. Ja, mal gucken. Lebender Stahl. Ich muss erst mal gucken, wie ich da hinkomme. Na gut, aber erstmal, ob du das hast, bevor du hier hinkommst und du das nicht hast.
Nein, ich will mich überraschen. So wie ich mich kenne, habe ich das und du wieder nicht, dann weil du so verschwenderisch mit deinen Ressourcen. Ein Drin verliert eine Sekunde lang 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Da könnten Gegner. Sind die eigentlich ein Flügel? Ist der nicht ein Mensch? Das ist irgendwie mehr so was, was durch den Film so entstanden ist eigentlich. Warum sind hier denn lauter noch Gegner noch drin? Bin ich hier im falschen Dach? Da kommt irgendwie, weil den sein finales Bosskampfthema ja One-Winged Angel hieß. Dann haben sie ihn irgendwann gedacht, so okay, geben wir dem mal einen Flügel im Film. Erklärung geben, sonst raste ich aus. Ja, da kommt noch sehr viel. Grenzt Chaldwin da oder? Ja, ja. Der Film davon. Ja, ich habe auch nicht genug. Cool. Na gut, dann wieder zurück. Ist der eine schon wieder respawned? Dann machen wir ihn nochmal. müssen wir Ifrit on Ice besiegen da. Naja, nee, da ist noch ein Haken, also nehme ich mal an, da kann man noch nicht rein.